Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us mit mir, den Xtern. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, wir hatten in der letzten Folge mega krasse Action mit den Hunters. Die wollen es auf jeden Fall wissen. Inzwischen haben wir auch ein Grafik-Update bekommen. Das Spiel sieht um einiges besser aus. Oh. Ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Ja, was soll man noch dazu sagen, ne? Außer mir ist es egal. Die Zeit von Moral ist schon längst vorbei. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Wir sind irgendwo in Pittsburgh. Hey, Ellie, langsam. Wart auf mich. Ja, genau. Ich bin hier. Ja. Wie wär's, wenn ich vorgehe? Genau. Und dann nicht so laut. Ellie, weil es kann immer sein, dass da ein Runner um die Ecke angerannt kommt. Oder noch schlimmer, ein Klicker. Oder ein Hunter. Mann, der Tod lauert überall, Ellie. Du musst doch aufpassen, mein Kind. Oh, da haben wir wieder Erfahrung. Ah, jetzt geht das. Maximale Gesundheit, definitiv. Ich pfeife. Oh gut, noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Wahnsinn. Lauschmodus erweitern ist natürlich auch nicht schlecht. So, maximale Energie. Mensch, da ist ja das Spiel jetzt viel zu einfach. Man müsste erstmal durchspielen, ohne einen Skillpunkt zu setzen. Das wäre doch mal eine Challenge, oder? Ellie, ich habe was Schönes für dich. Das würde Ellie gefallen. Savage Starlight Terminierungsschock. Da freut sie sich. Und wir haben ein Achievement freigeschaltet. Meine Güte. Ich habe ja jetzt schon wieder eine Aussprache. Das darf ja keiner erzählen. Die Nase voll von Fedra. Im Moment ist mir Fedra aber lieber als diese blöden Hunters. Die Fedra, die sind wesentlich schön blöd. Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Und ein Menschenfresser, ja. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Mensch. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Weil die Menschheit blöd ist, deswegen. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Was passiert, wenn es kein Essen mehr gibt? Dann fängt man an, Menschen zu essen. Ja. Yeah. Mensch soll ja nach Hühnchen schmecken, wa? Nicht, dass ich es weiß, ja. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung! Schießen gelernt. Ellie, runter! Fuck, Alter. Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treffe dich gleich. Oh, du bist Gott. Ja echt sauer. Wie war das? Die Fedra sind dümmer? Lass mich in Ruhe. Fuck. Wo sind sie denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Glückspilze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Warum sie nennen die das? Ach, weil da noch so eine Arschbacke ist. Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lasst uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten. Ja? Was machst du dann? What's up? Ja, ich warte.
kann die auch vorbeiziehen lassen, habe ich das Gefühl. Oh, das war eng. Aber das ist ja langweilig, ey. Lass sie doch nicht leben, Alter. Leiche! Verteilen! Wo bleibt denn da der Spaß? Den Krieg wollt, den könnt ihr haben, Alter. Wow, verdammt knapp. Hier ist niemand. Bei dir? Oh, Scheiße! Ich meine ganz, jetzt habe ich für nichts, von wieder nichts getötet. Oh doch, warte mal. Naja, immerhin, wa? Ja, war jetzt ein bisschen Verschwendung, aber wo bleibt denn sonst der Spaß, wa? Okay, ein bisschen Sniper Moon hätte ich bekommen. Ja, meine Pfeile zurück wäre mir aber lieber gewesen. Dafür, dass sie auf mich geschossen haben? Dass die noch nicht durchgehen, ja? Bitte euch. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Okay, der war wirklich gut. Der war nicht schlecht, also Ellie. Hat sie sich zwar nicht selber ausgedacht, aber... Hey, klettern wir auf den Bus rauf. Nee, warte mal, mein Kind. Warte mal. Wir gucken jetzt erstmal hier hinten, ob hier nämlich noch was ist. Außer ein Ziegel. Also das Spiel, das verarscht einen ja immer ganz gerne mal so. Aber mir egal, die Zeit nehme ich mir. Aber die Idee war schon mal nicht schlecht, Ali. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Hört auf, uns zu bestehlen. Gibt uns bescheißen oder keine Gibt Ahnung. Gibt uns Lebensmittel. Gibt uns Lebensmittel. Ja. Petra halt, war. Ich meine, wer gibt ihnen das Recht zu entscheiden, wer Essen kriegt und wer nicht, war? Wir haben Troy Hill an das übelste Gesinde verloren, dass sie eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben eine unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Ja, hoffentlich haben die sich gefunden. Scheint ja wohl auch noch gute Leute hier zu geben. Familien, die einfach nur überleben wollen. Aber leider überleben nur die Starken. So ist das Gesetz. Korrupte Schweine. Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Ja, das hatten wir ja schon.
Was ist los, Ellie? Machst du Mundbox hier, Beatbox? Ich höre Hunter. Ja, ich auch. Oh, Ellie ist so nützlich. Ich wäre jetzt weitergelaufen. Solange wir noch hier sind. Okay. Wir haben die ganze Nacht Eindringlinge gejagt. Oh ja, da hast du mitgemacht. Hab davon gehört. Oh, oh. Mehr Glück als Verstand. Kann sein, dass gleich mein Essen kommt. Ich habe mir nämlich gerade bei Call It Pizza Schleichwerbung. Nein, Spaß. Nein, ich habe mir schon was Essen bestellt, aber mit der Schleichwerbung war ein Spaß. Ich habe mir gerade einen richtig geilen Rösti-Burger bestellt. Der müsste bald kommen. Also wenn ihr mal... Ist jetzt keine Werbung, ist einfach nur eine Empfehlung. Eigentlich ist es schon Werbung, aber ich krieg dafür nichts. Wenn ihr mal bei Call It Pizza bestellt, bestellt euch mal diesen Bacon-Burger, diesen Rösti. Der ist so geil. Also normalerweise sind die Burger ja immer in Pizza-Dingern nicht so geil, aber der Rösti, der ist echt lecker, Alter. Der schmeckt mega lecker, der Burger. Oh, der Bogen, der ist so geil. Leider hat man immer so wenig Munition dafür. Okay, das war scheiße. Oder? Mann, was war denn das jetzt, Alter, für ein Fail? Klebeband. Voll. Ist er da? Ist kein Stein. Ich fühle mich ohne Stein immer so eingeengt. Das ist noch so eine Arschbacke. Der dreht sich doch bestimmt gleich um. Er ist nicht hier drüben! Dann nimm doch meine Fräsen. Oh, jetzt kommen natürlich beide, Alter. Zu langsam. Ist er da drüben? Hier ist er nicht. Ist er da?
Geh mal davon aus, dass sie alle drinne sind. War da nicht noch so ein Zettel? Gleich da! Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Ich wollte doch nur die Zettel lesen. Ja, ich gehe da jetzt rein. Mich. Da links. Das hast du super gemacht. Soll nur kommen, Ellie, der soll nur kommen. Ich gehe ran. Ich passe auf. Nächster. Gib mir Deckung. Ich hab ihn. Na komm noch. Komm noch, ich hab was Schönes für dich. Ja, zeig noch mal deinen Rüssel. Das war scheiße. Clever, sag's, ja? Wo? Ich sehe nichts. Ich hab ihn. Achtung! Was? Das hat ihn ja gar nicht Ja, das war nicht gut. Heil wieder, du bist es nicht wert. Ist der dort? War schön, dass die immer alle zu mir kommen. Ist er da? Hier ist er nicht. Oben war die Arschbacken.
er da? Er ist nicht hier drüben. Fuck! Mann, der war doch! HP, schließt auf! Okay. Ja, wie viel hältst du denn noch aus? Mann, renn doch nicht weg, du Mongo! Fuck! Mann, wo willst du hin? Ey, ich dachte, der wirft automatisch am Arsch. Oh, Alter, ich spiele heute wie der letzte Boon, Alter. Wie der letzte Boon spiele ich heute, ja? Boah, der war schön. So will ich das nicht anders. Waren das alle? Nee. Das war verdammt knapp. Boah, den habe ich schön die Rübe weggeschossen. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Bullshit. Okay. Der Drops ist gelutscht. Ja, das war heute auf jeden Fall ziemlich noobig gespielt. Den Hut setze ich mir jetzt einfach mal auf. Muss man nicht schön reden. Normalerweise kann ich das viel, viel besser. Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, lesen ist eine tolle Sache. Oh Gott, bin ich heute schlecht, ja? Das musste echt nicht schön reden. Kann ich mir eigentlich hier noch so? Nee, kann ich nicht. Tschüss, ist ja blöd. Muss ich das schöne Ding hier stehen lassen? Da ist noch Klebeband. Okay. Machen wir etwas Stimmung. Bereit? Ja. Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Ey! Schmeckt komisch. Oh, den hast du doch schon erzählt, Baby. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele, Band 2. Von Will Livingston. Gehen wir weiter. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen. Haben Sie auch mal geritten? Toll. Oh Gott. Verstehe. Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann, jetzt habe ich Hunger. Geh nie tief ins Wasser. Da tief. Kapierst du den? Natürlich nicht. Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean. Okay, den kannte ich noch gar nicht. Okay, ausgewitzelt. Und jetzt? Jetzt looten wir erstmal, mein Kind. Was wurde hier gemacht? Sie nannten es Abfertigung. Hier entschied sich, wer rein durfte und wer nicht. Manchmal ließen sie nicht alle aus einer Familie durch. Schweinehunde. Was glaubst du denn? Richtige Schweinebacken, ey. Dabei ist die Welt eigentlich groß genug. Wir halten uns alle bloß, also jetzt auch in einer Normalzeit, nicht nur in der Endzeit. Die Welt ist eigentlich groß genug. Wir halten uns bloß alle auf denselben Orten auf. Das ist das Problem. Die Welt ist genug Platz. Schon allein in Russland, was da noch für freie Flächen gibt, ja.
Na gut, in Russland will keiner wohnen, da ist zu kalt, aber könnte man da auch irgendwie überleben. Ich meine, der Mensch ist doch anpassungsfähig. Aber nein, wir wollen ja alle in den Großstädten wohnen. Ich nicht, bin froh, dass ich in einer kleinen Stadt wohne, sage ich ganz ehrlich. Aber ich komme aus einer großen Stadt. So, jetzt habe ich wieder schön. Haben wir das schon gelesen? Ja. Es werden mehr sterben, wenn wir kein Essen kriegen. Mann, dann geht doch jagen. Ich meine, die Tiere, die sind doch gar nicht infiziert. Würde mal gerne wissen, ob die Tiere eigentlich auch. Naja, gut, Tiere greifen uns ja hier nicht an. Aber die Tiere scheinen wohl immun zu sein gegen den Pilz, wa? Weil Hunde haben mich bis jetzt noch nicht angegriffen. Und Eichhörnchen haben wir ja auch schon gesehen. Das heißt wohl, die Tiere sind immun. Ja, ich weiß, wo ich lang muss, meine Frau. Lass mich doch mal gucken hier. Anhänger von den Mitgliedern der Firefly, die Mietz getragen wird. Ben, wen haben wir denn hier? Kesten Risk. Auf jeden Fall habe ich mich heute sehr, sehr dämlich angestellt, wie ein Amateur. Muss man nicht schönreden. Das geht auf jeden Fall besser. Aber zu meiner Verteidigung, ohne meine Noobigkeit jetzt schön zu reden, treffen ist hier gar nicht so einfach. Also das Schießen, das ist schon sehr anspruchsvoll gemacht. So, hier geht's wohl wieder runter. Oh, hier gucken wir trotzdem nochmal. Oh, mein Handy war noch aus. Ja, ich cutte erstmal, sorry.